Pokerfreunde, Obito hier und ich bin extra um 1:18 Uhr jetzt aufgestanden, kurz, um einfach meine Sets zu machen für euch. Und vielleicht mit diesem Team hier Legend zu erreichen. Wir sind bei 2962 Punkte. Ich erwarte einfach mal nichts. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Ich mache mir jetzt keinen Druck. Aber ihr kennt mich, ich werde mich trotzdem ärgern. Mal gucken. Ich habe jetzt Groudon nach vorne gefunden, genommen. Gefunden. Nach vorne genommen, weil ja, Dialga im Moment so oft vorne ist. Und Mamutal ist hinten auch richtig gut gegen Ivetal und sowas. Bäh. Demeteros ist auch im Moment so oft vorne. Ich warte ab, was er jetzt zuerst einsetzt. Geht er gleich auf Kraftklasse? Nein. Ich gehe das Risiko einfach ein. Ah, ich überlebe das sogar noch. Okay, kein Schildlager. Ja, ich lasse mich hier besiegen. Und jetzt mit Mammut rein. Wir gehen auf Lawine. Und lass uns auch hier besiegen. Und hoffen, dass die Dialga hinten Schluss machen kann. Ich hätte gerne den Eisenschädel vielleicht noch abgefangen. Das wäre gut gewesen. Hier schafft er keine Attacke mehr. Was kommt rein? Kommt Demeteros? Oh, Mewtwo. Okay. Den schütte ich jetzt nicht. Ja, ich denke, ich werde das trotzdem verlieren. Den schütte ich jetzt. Ja, ich verliere es. Okay, eigentlich habe ich. Ja, er muss nur auf Psychostöße gehen. Mewtwo hinten ist natürlich echt doof. Da hätte ich den Eisenschädel versuchen müssen abzufangen, wenn ich die Lawine noch gehabt. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Weil er schafft noch einen Psychostoß, oder? Oh, bitte. Oh, das hat uns noch ein Opening gegeben, ne? Oh, das hat uns den Sieg noch gegeben. Danke, dass du rausgewechselt bist, mein Kumpelchen. Sehr schön. Eisenschädel trifft. Eisenschädel hittet. Mewtwo weg. Puh, war das knapp. Ja, einen Psychostoß konnte ich durchlassen. Ich denke mal auch, der Gegner war ganz kurz vor Kraftkoloss. Hätte er eine Energie mehr gehabt, hätte ich das verloren. Ja, ich hätte den Eisenschild von Mamutel gegen Mamutel abfangen sollen. Ich wusste auch nicht, wann der Gegner dann einsetzt. Aber ganz ehrlich, hätte da auch, sag ich mal, auf Dings gehen können, ne? Einfach Pferdestärke wäre Dialga fast weg gewesen. Oder wäre weg gewesen. Von daher, recht tricky. Aber ja, mal sehen, gegen wen oder was wir gleich kämpfen. Kampf beginnt.
gegen Alt 839. Okay, Lied ist super. Mal sehen, ob er gleich rauswechselt. Nein. Mal sehen, ob er gleich abfängt. Nein, tut er auch noch nicht. Er schildert, perfekt. Das ist super. Dann können wir jetzt auch gefahrlos schilden. Eisenschädel kommt. Ja, ich muss aufpassen, dass er nicht abfängt. Genau in dem Vieh hier quasi. Time ist hier wichtig. Wir haben eine Abrundklinge drüben bereit. Ja. Wenn er auf Luftstoß geht, geht er auf Luftstoß, das ist mir egal. Ah, er geht auf Himmelszigar, perfekt. Okay, Lugia ist weg, das ist perfekt. Das hat mich genervt, das Viech. Ja, Oh, Attacke kommt noch rein. Perfekt. Lass mal natürlich durch. Wir gehen hier auf Abgrundsklinge. Und müssen gucken, was jetzt gleich reinkommt, ne? Ja, mein Loose kommt rein, ne? Oder schildert er das? Er schildert, perfekt. Ja, das ist gut. Wir lassen durch. Ja, Feuerschlag reicht, ist okay. Wir schillen auf jeden Fall. Wir sollten runterfahren können, ne? Selbst wenn er jetzt ködert. Hoffe ich. Komm schon, Dialga. Oh, Dialga, du bist es. Danke. Die Alga hat einen guten Job gemacht, Leute. Das war jetzt erst der zweite Kampf, ne? Ich bin so aufgeregt. Ja, zwei müssten wir noch gewinnen, dann haben wir Legend erreicht. Und ich kann endlich glücklich und zufrieden sein, dieses Season. Mal gucken. Zwei Siege brauchen wir noch. Bitte die Alga vorne. Oder Melmetal oder Stalobor. Das wären die drei besten Führungen. So, Gegner kommt. Bitte einfach die Alga. Dialga, ja. Sehr schön. Wir spielen das jetzt wie eben auch. Wir ködern diesmal wieder. Weil die meisten schilden hier Dialga und wollen es auch nicht aufgeben. Okay, ja, danke. Aber Eisenschädel überlebe ich noch. Deswegen muss er entweder schilden oder sein Dialga weg. Ist weg. Ja, jetzt schildert er. Okay.
Ich gehe hier rein. Ja, natürlich schüre ich jetzt. Natürlich schüre ich jetzt. Jetzt einsetzen. Mammutl mit Energie ist tödlich. Palk, ja, okay. Oh, das war saudumm. Oh, dass ich hier schilde, war sau. Ah, oh, ich hätte eher einsetzen sollen, ne? Ich hätte einfach eher einsetzen sollen. Oh, bitte lass Giratina hinten sein. Rüber. Oh, nee, Seechen. Oh, nee. Einfach nee. Ja, jetzt gewinne ich den Gleichstand. Ja, ich verliere es trotzdem. Ach, Mist. Warum Palk hier hinten? Oh, ich bin doof. Ah, hätte ich aber eh nicht gewonnen. Hätte ich eh nicht gewonnen. Ach, Mist. Oh, das ärgert mich gerade so dermaßen. Natürlich ein Seishi noch hinten. Warum schildert er auch Abgrundsklinge nicht? Warum konnte er es nicht einfach gleich schilden? Die meisten versuchen abzufangen, deswegen gehe ich da eigentlich jetzt immer auf Feuerschlag. Schade. Mit Schildvorteil hätte ich das definitiv gewonnen. Groudon hätte ich nochmal rausziehen können. Ja, jetzt müssen wir erstmal Gegner finden. Ah, da kommt einer. Kampf beginnt. So, wir müssen uns einfach konzentrieren. Oh, der hat viele Punkte weniger. Das ist doof. Demeterus ist erstmal okay. Da kann Mammutl zur Not runterfahren. Wir machen jetzt schon mal einen Feuerschlag. Mal sehen, ob er den Kraftkoloss findet. Ja. Der zweite haut mich aber auch nicht weg. Noch nicht weg, meine ich. Den müsste ich auch noch überleben. Ja. Ja, egal. Groudon lassen wir jetzt draufgehen. Und holen uns mit Mammutl Energie. Zweimal, ja. Was kommt rein? Ich hoffe, die. Oh nein, nicht das dumme Ding. Ich gehe jetzt hier auf Pferdestärke, ist mir egal. Oh, immerhin.
War das schlau? Ich schütte jetzt einfach zweimal. Och, ich hasse Seychellen. Kommt, geht doch nicht mit, kommt nicht mit Seychellen. Und das ist gut. Hier muss ich Attacken timen. Das kann ich gewinnen. Oh, bitte Fokusstoß, bitte Fokusstoß. Findest du auch okay? Mhm. Ja, das ist gut. Ah, die Frage ist, kommt Seishi noch mal zur Attacke? Das wäre doof. Oh, es kommt nicht zur Attacke. Perfekt. Oh, gut, dass wir die Finsteraura abfangen konnten. Ich verstehe aber auch nicht, warum der Gegner nicht auf Fokusstoß einfach gegangen ist. Aber okay. So konnte man den Kampf gewinnen und zumindest schon mal ein positives Set rauszaubern. Das war eigentlich, denke ich mal, sehr gut gespielt von uns. So, der entscheidende Fight kommt jetzt. Wir geben uns Mühe. Das ist das Wichtigste. Komm schon, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte die Jäger vorne. Oder, nee, noch besser Melmetal. Melmetal wäre am besten dann Wechsel auf Palkia. Irgendwas sowas. Bloß bitte kein Ho-Oh vorne. Ho-Oh wäre das Schlimmste. Ah, Gegner lässt auf sich warten. Wir suchen nochmal neu. Und ein Sieg ist, also mit jetzt ein Win müssten noch 38 Punkte eigentlich drin sein. Komm schon, bitte. Leute. Danke. So, du entscheidest es. Oh, du bist auch kurz vor Legend, ne? Oh, Reshiram ist auch gut. Reshiram ist hier auch gut. Hier wird auch nicht geködert. Einmal schädige ich auch. Knirscher, okay, interessant. Keine Senkung, perfekt. Okay, Gegner hat Feuerschlag abgefangen. Das ist sehr gut. Ich schütte hier natürlich. Demeterus muss weg. Bin ich auch ehrlich. So, was kommt rein? Das ist die Frage. Ich gehe auf jeden Fall hier auf die Attacke. Er muss das sowieso respektieren. Oder auch nicht? Okay. Schade. Ja, jetzt kommt die Feuerattacke, ne? Kreuzflamme, ja, war klar. Runterfahren, bitte.
Was kommt rein? Oh ja. Ah, bitte, bitte schilder einfach. Aber Moment. Ja, ich hätte versucht abfangen zu können. Oh, kann ich das Stahlobo runterfarmen? Das ist die Frage, ne? Oh, komm, die Alga. Die Alga, die Alga. Oh nein, er hat die Attacken. Oh, bitte nicht. Bitte einfach nicht. Oh, ich hasse Stahlobo. Er hat so, zu viel Energie, ne? Oh, Legend. Legend, Leute. Das muss doch jetzt gereicht haben. Oh, war das knapp. Der war kurz vor der Attacke. Ich hab's ihn aber. Ich hätte es ihm auch gegönnt, den Sieg. Dialga ist es einfach mit Feuer-Odem, ne? Ich bin so gerade am Zittern, ne? Jedes Mal, wenn man Legend erreichen sollte, ist man einfach so aufgeregt. Ich muss aber auch zugeben, es ist ewig her, dass ich so früh Legend erreicht habe. Ich glaube, in der ersten Rotation noch nie. Aber das müsste eigentlich jetzt reichen. Komm schon, Legend? Nein! Come on! Come on, 2 Punkte, Willy? Oh, da müssen wir noch ein Set spielen. Oh nein! Wetten, das verkacke ich jetzt? Seht ihr das? 2 Punkte. Tief durchatmen. Bitte die Alga vorne. Bitte, 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 bitte. Einfach bitte. 3 Siege einfach nur. Von mir aus können 2 Niederlagen dabei sein. Aber Hauptsache 3 Siege dabei. Oder was auch okay wäre, wahrscheinlich 2 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Das müsste mit Glück auch Pluspunkte geben. Ja, und ich schalte euch dazu, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, Gegner ist gefunden. Och, komm. Geh mir mit Ho-Oh weg. Ja, muss ich auch spielen. Er kommt mit Ho-Oh einfach in der Führung, ne? Ja, der wird auch nicht gönnen. Der Gegner wird hier auch nicht gönnen. So. Läuterfeuer, ja. Wir können auch einmal ausholen. Ich muss dieses blöde Ho-Oh wegkriegen. Läuterfeuer, ja. Keine Senkung, wichtig. Eisenschild. Schild, wichtig. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Ich muss alles auf Mammut legen, ne? Bin ich ehrlich.
Hier machen wir den Feuerschlag. Und rüber, schnell. Ja, das war wichtig. Einsetzen. Komm schon. Okay, er schildert nicht. Oh, komm. Du hast schon Legende. Du hast doch schon Legende. Ja, das ist verloren. Gegner gönnt auch nicht. Hatte ich keine Chance mehr. Ich spiele es aber trotzdem zu Ende. Ja, Ho-Oh-Führung, ne? Was soll ich da machen? Das Einzige, was ich hätte machen können, vielleicht gleich in Mammute gehen oder so. Ja. Da hätte ich wenigstens vielleicht ein Schild kriegen können, das Ho-Oh andamagen können. Ja. Nächste Legende wird wahrscheinlich auch nicht gönnen, oder? Komm! Verzieht euch mit den Ho-Ohs! Es ist so zum Kotzen. Da hat man ja gar keinen Bock drauf, auf diese blöden Ho-Ohs. Ja, leider zieht Leute vorher so viel Energie, so viel ab. Das ist das Blöde. Ja. Rüber. Wir haben eine Abgrundklinge ready. Die können wir auch dann noch einsetzen. Läuterfeuer plus. Okay, das ist gut. Wir müssen hier einsetzen. Ah, das wird ja bestimmt nicht schön, ne? Ja. Ja, was soll ich machen? No Chance. No Chance. Es wird nicht gegönnt. Hier muss ich den Feuerschlag einsetzen. Ich hoffe, er schildert. Nein, war klar. Schnell rüber. Ja, ich muss runterfahren. Ich verliere eh. Der Kampf ist verloren. Ja, es gönnt keiner was. Ey, das ist so zum Kotzen, ne? Ja. Ja. Was soll ich machen? Keine Chance. Keine Chance, es wird nicht gegönnt. Um 2 Punkte Legend verpasst. Ich könnte ausrasten. Tut mir leid, es regt mich selten was richtig auf, ne? Aber das regt mich jetzt richtig auf. Und dann noch 2 Ho-Oh-Führungen gleich am Anfang. Das heißt, die nächsten 3 Kämpfe muss ich auf jeden Fall gewinnen. Um Legend zu erreichen. Das ist so zum Kotzen. Ich werde aber auch jetzt nicht meine Führung mehr umstellen. So, nächster Legend-Spieler. Der ist mit den Punkten sehr hoch. Groudon gegen Groudon, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Kommt drauf an, was dann hinten ist. Wenn Zacian hinten ist, ist doof. Ja, hat leider Best Buddy.
Mal sehen, ob er schildert. Natürlich nicht. Oh, ist so. Gebe bitte wenigstens auf Abgrundsklinge, danke. Ja. Ja. Ich hätte gleich auf Abgrundsklinge gehen sollen. Natürlich schüttet der Gegner nicht. Ach, ich könnte kotzen. Ja, ein Feuerschlag überlebe ich. Und wieder ein Ho-Oh, ne? Kampf ist verloren. Ich drücke jetzt hier den Eisenschädel. Ja, er schildert, okay. Dann schild ich auch. Bitte keine Senkung, danke. Ja, nein. Und er setzt Himmelszwicker ein. Ich gehe auf Draco. Wenn ich das über. Himmelszwicker sollte ich überleben, oder? Ja. Oh, komm. Ja, komm. Verloren. Verloren. Wird nicht gegönnt. Wetten? Wetten, er schüttet? Ja, natürlich. Natürlich fängt er den Draco perfekt ab. Ja. Nee. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, Leute. Also ich bin jetzt gerade salty. Muss ich zugeben. Weil man kniet sich hier rein und kriegt gleich am Anfang zwei Ho-Oh-Führungen. Und dann hat der dritte Gegner auch nochmal ein Ho-Oh im Team. Das ist doch, oh, nervig. Oh, hätte der Gegner den Draco nicht abgefangen, hätten wir es noch gewinnen können. Hätte ich den Himmelsflieger vielleicht doch schäden sollen. Ja, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ja, höchstwahrscheinlich. Naja, Legend leider nicht erreicht. Gegner gönnen nicht, muss ich zugeben. Wurde einfach nicht gegönnt. Waren drei Legend-Spieler, einer bei 3100 fast. Und man sieht ja eigentlich meine Punktzahl, da hätte man das eigentlich mal gönnen können. So, nächste Legende: Groudon gegen Togekiss. Gehen wir, Muttel. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ich kann ja hier jetzt drauf gehen. Ja, ich muss schön, ich brauche den Wechsel. Aber gut, dass der Gegner das hier nicht geschildert hat.
Schade, dass ich wahrscheinlich keine zweite Lawine schaffe. Oder? Nein. Ah, ich gehe jetzt hier in Groudon. Oh, ich habe einen Zug geschenkt. Verdammt. Ah, ich werde mein Schild jetzt für Dialga aufheben, ne? Weil ich mit einem Giratina hinten rechne. Zauberschein, ja, moin. Bitte kein Stalobor. Giratina? Oh, komm. Come on. Ja. Brauche ich nicht schilden. Brauche ich nicht schilden. Weil, ja, verloren. Oh, hätte es nicht ein Giratina sein können? Nein, es muss ein Groudon hinten sein. Och Mann, komm schon. Ja, das geht wieder Punkte runter. Wahrscheinlich kriege ich jetzt sogar ein 5-0 rein. Das ist so zum Kotzen, Leute. Es riecht mich einfach gerade auf. Es riecht mich gerade einfach auf. Diese blöden Ho-Oh-Viecher. Ja, ich beruhige mich jetzt langsam. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Im Grunde regt mich das eher auf, dass 2 Punkte zu Legend gefehlt haben. Dass es einfach keine 40 Punkte waren. Dass einfach 2 schimmelige Punkte gefehlt haben. Oh, bitte wenigstens jetzt ein Sieg gleich, dass ich wenigstens nur ein 1 zu 4 habe. Dass es nicht so weit runter geht. Es ist schon zum Kotzen genug. So, wir machen kurz einen Cut. Gegner gefunden, noch ein Legend-Spieler. Ja, das spiele ich jetzt so aus. Da bringt kein Wechsel auf Dialga was. Gehe ich jetzt einfach auf Abgrundsklinge. Der Gegner muss E-Surfer einsetzen. Oder hier Schilden. Genau. Beziehungsweise Schilden muss er auf jeden Fall, oder? Ja, lassen wir durch. Wir gehen in die Dialga. Schön hier einmal gemütlich. Aber bei meinem Glück wird das jetzt hier auch eine Niederlage. Wir gehen aber hier trotzdem auf Pferdestärke. Gegner musste ja auswechseln. Ja, jetzt kommt Kai wieder. Oh, er setzt übrigens ein. Ja, muss ich durchlassen. Schön bringt hier nichts. Ich heb mir lieber hier ein Schild für die Alge auf. Lass mal durch. Das ist ein Surfer. Mal gucken. Ja. Wetten, er schildert nicht. Wetten, er schildert nicht. Bei meinem Glück. Er schildert.
Ja, trotzdem ist es verloren. Trotzdem ist es verloren. Weil es Drachenruten-Groudon ist. Natürlich jetzt Drachenrute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Es wird auch. Siehst du, der gönnt auch nicht. Der hat auch nicht gegönnt. Also, wir halten fest. 5 Legend-Spieler und keiner hat Punkte gegönnt. Boah, auf 2934 wieder zurück. Das ist so zum Kotzen. Ja, ich hoffe, ihr leidet gerade mit mir, Leute. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.